Dass die Abgase von Autos für unser Klima nicht so super sind, das wisst ihr wahrscheinlich bereits. Doch dass auch scheinbar nebensächliche Teile der Automobilindustrie einen ziemlich großen Anteil am Klimawandel haben und wie Firmen teilweise ungestraft unsere Umwelt zerstören, das zeigen wir euch in diesem Video. Einer dieser Bereiche, den wir uns heute ein bisschen genauer anschauen werden, ist die Produktion von Leder, das im Innenraum vieler Autos benutzt wird. Ein Teil des Leders, das europäische Autokonzerne nutzen, kommt aus Paraguay. Paraguay ist ein Land in Südamerika und ungefähr so groß wie Norwegen. Es ist außerdem die Heimat von 19 teilweise unkontaktierten indigenen Stämmen. Diese indigenen Stämme gilt es natürlich zu schützen. Deshalb wurde 2001 auch das sogenannte PNCAT-Gebiet vom paraguayanischen Staat rechtlich anerkannt. In dem Gebiet können diese Völker isoliert leben und somit darf dort natürlich auch keine Waldrodung oder ähnliches betrieben werden. Doch die Regierung kümmert sich nicht wirklich um die Einhaltung dieses Reservats. So sind bis zu 20% der Waldrodung in Paraguay illegal. Das führt dann zum einen dazu, dass die indigenen Völker immer weniger Platz zum Leben haben und dazu, dass sie immer mehr ungewollten Kontakt mit der Außenwelt haben. Ein Beispiel für diese Ignoranz ist der Fall Karen Coleman. Sie arbeitet in dem Ministerium, das sich darum kümmert, Lizenzen für die Waldrodung in Paraguay herauszugeben. Sie hat dann immer wieder verweigert, illegale Waldrodung zu lizenzieren und wurde dann aber letztendlich von dem Ministerium dazu gedrungen, das zu erlauben. Außerhalb des Ministeriums wurde sie auch von Farmern bedroht und musste deswegen letztendlich das Ministerium auch verlassen. Die Waldrodung innerhalb von Paraguays wird hauptsächlich deswegen betrieben, um auf dem Gelände dann Rinder zu halten. Paraguay exportiert nämlich jedes Jahr über 50.000 Tonnen Leder. Zwei Drittel davon gehen nach Europa. Innerhalb von Europa gehen dann 98% des Leders nach Italien. In Italien wird dieses Leder dann in Gerbereien weiterverarbeitet. Das Lederunternehmen Pasubio ist dabei der größte Käufer von illegalem Leder aus Paraguay. Das fertige Leder wird dann von Autoherstellern zum Beispiel für die Innenräume ihrer Autos benutzt. So hat zum Beispiel Pasubio laut eigenen Angaben ein Viertel ihres Umsatzes durch VW erzielt. Die Londoner NGO Earthside, die den größten Teil unserer bisher genannten Informationen recherchiert hatte, beim Zuge ihrer Recherchen auch in einem Schlachthaus in Paraguay. Dort haben die Reporter festgestellt, dass viele Farmer mit Stolz davon erzählen, wie sie illegale Leder an europäische Autokonzerne verkaufen. Jedes Jahr werden die heute von 50 bis 60 Millionen Kühen für Autos benutzt, Tendenz steigend. Als Vergleich, diese heute würden ausgelegt dreimal die Fläche von Manhattan belegen. Drei der größten Konzerne, die anscheinend Leder aus illegaler Waldrodung bezogen haben, sind VW, BMW und Jaguar Land Rover. Es gibt noch ein paar mehr, die könnt ihr noch mit einer Quelle Q1 nachlesen, das sind aber die drei größten. Alle drei Hersteller geben auf Nachfrage zu, dass sie ihr Leder nicht bis zum Ursprung zurückverfolgen können. BMW antwortet auf Nachfrage von Earthside. Bis jetzt haben wir keine Information, dass die Lederlieferkette der BMW Group in Lateinamerika von den dargestellten Problemen betroffen ist. VW antwortet, dass Pasubio ihnen versichert hätte, dass kein Leder aus illegaler Waldrodung stammt. Jaguar Land Rover sagen in einem Statement, dass sie die Sache ernst nehmen und eine interne Untersuchung gestartet hätten. Das Ergebnis der Untersuchung? Pasubio versichert, dass kein Leder aus problematischen Schlachthöfen verwendet wurde. Wenn sich das Ergebnis aber mal genau anguckt, merkt man, dass das Ganze eigentlich nur eine pauschale Zusage eines der Ministerien in Paraguay ist. Das Interessante daran, das Ministerium ist eigentlich überhaupt nicht für diesen Themenbereich verantwortlich. Bei unserer Recherche sind wir auch auf einen anderen Fall gestoßen. Der ist zwar schon 50 Jahre her, kam aber in den letzten Jahren erst wieder auf. Die brasilianische Tochterfirma von Volkswagen, VW do Brasil, wollte in den 70er Jahren Geld investieren. Die damalige brasilianische Militärregierung brachte die Idee auf, dass Volkswagen in die Fleischindustrie einsteigt und wollte das auch mit Steuererleichterungen unterstützen. VW nahm diesen Vorschlag dann an und kaufte 140.000 Hektar Grund. Das entspricht ungefähr zweimal der Größe von Hamburg. In diesem Gebiet wurden dann 70.000 Hektar Urwald mit teilweise sehr stark gesundheitsschädlichen Chemikalien, wie zum Beispiel Agent Orange, entlaubt und auch gerodet. Auf der Farm wurde dann Sklavenarbeit betrieben und VW hat auch mit der Regierung zusammengearbeitet, um zum Beispiel Regimegegner zu finden. Spätestens 1983 wusste auch die Konzernspitze von der Ausbeutung und Sklavenarbeit, blieb aber trotz alledem tatenlos. Da die Farm aber nicht genügend Gewinn erwirtschaftet hat, wurde sie letztendlich 1986 geschlossen. 2015 erstatteten dann Betroffene, Gewerkschafter und Menschenrechtsgruppen in einer Sammelklage Anzeige gegen VW. Eine von VW selbst in Auftrag gegebene historische Studie bestätigt dann 2017 viele der Vorwürfe. VW zahlt infolgedessen dann auch insgesamt 5,5 Millionen Euro an Menschenrechtsinitiativen, Betroffene und dem brasilianischen Staat. Trotz alledem kommt es dann aber im Frühjahr 2022 zum Prozess. Nun aber nochmal etwas zu Paraguay. Dort leiden nicht nur Wälder unter illegalen Rodungen, sondern auch Flüsse und Seen. Das zeigt zum Beispiel der aktuelle Fall aus der Stadt Limpio. Dort konnten Bewohner der Stadt feststellen, dass die See mit der Zeit eine lila Farbe angenommen hat und Fische und auch Vögel, die mit dem See in Kontakt kamen, darin gestorben sind. Nachdem das Ereignis großes öffentliches Aufsehen erregt hatte, wurde der See auch untersucht und die Forschenden kamen zu dem Ergebnis, dass dort sehr viel Chrom im Wasser ist. Chrom wird unter anderem auch für den Gerbungsprozess von Leder verwendet. Zufälligerweise hat Pasubio auch eine Gerberei ganz in der Nähe. Es gibt auch schon einige Lösungsansätze für derartige Probleme. In Deutschland zum Beispiel gilt ab dem 01.01.2023 das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, kurz LKSG. In dem steht, dass alle Firmen mit über 3000 Mitarbeitern ab dem Zeitpunkt mehr auf die Herkunft ihrer Produktionsteile achten müssen. Es gab allerdings auch einige Kritik an dem Gesetz. Der Hauptpunkt liegt dabei,
in der Tiefe der Zurückverfolgung. Beim Leder für sein Auto sitze, müsste der Autohersteller zum Beispiel seine Lieferkette nur bis zur Gerberei in Italien zurückverfolgen, nicht aber bis zur Rinderfarm in Paraguay, die illegale Waldrodung betreibt. Wir haben versucht, das Wichtigste aus den beiden Fällen zusammenzufassen. Wenn euch das jetzt noch weiter interessiert, dann hat das Originaldokument von Earthside noch weitaus mehr Informationen. Das würde jetzt aber den Rahmen des Videos sprengen. Wir haben euch das nochmal in den Quellen verlinkt. Wir sind nun am Ende des Videos angekommen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und danke euch fürs Zuschauen.